Als ich in Syrien war, hatte ich 10 Jahre als Polizist gearbeitet, Verkehrspolizist. Und das war Innenstadt, Ampelregierung und sowas. Das dauert ein bisschen, ungefähr 5 Jahre. Und danach wechselte ich als Autobahnwache, Kontrolle, Unfälle helfen, Menschen helfen. Das macht mir immer Spaß, unterwegs zu sein. Studiert habe ich als Motoren und Maschinen bei Sekunderschule Industrie. 3 Jahre, halb Jahr ungefähr. Motoren und Maschinen, habe ich die Erfahrung bei Motoren, haben wir viel abgebaut und aufgebaut und sowas. Bin ich zuerst nach der Türkei geflüchtet, bin ich dort auch ungefähr 2 Jahre dort geblieben und danach hergekommen. Als ich den Vertrag unterschrieben hatte, muss man zuerst mindestens 6 Monate Probezeit arbeiten und danach unbefristeten Vertrag bekommen. Jetzt kann man beruhen, ja, ich habe meine Arbeit, ich liebe meine Arbeit. Heute weiß ich, wann ich frei hatte, bis nächstes Jahr oder am Ende des Jahres bin ich immer auf der Straße. Ich mag den Kontakt mit den Menschen, vielleicht abwechslungsreiche die Strecke, vielleicht heute im Altona, morgen Innenstadt, übermorgen vielleicht kann ich als Einsatz bei anderes Betriebshof zu arbeiten. Also wenn man Wunsch hat oder Lust hat.